He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Nerd Power. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit He-Man and the Masters of the Universe. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Michael, Kess, Sven und Basti. Wird euch da richtig heimelig ums Herz, da draußen im Chat und hier in der Runde. Herzlich willkommen zum He-Man Tribute Stream. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, entgegen der Ankündigung, leider nur zu viert, aber es wird trotzdem lustig. Michael hat Kindeinschlafprobleme, aber wir kriegen das auch so hin. Ich freue mich auf das Panel hier. Über mir, Kess, hi. Hi. Links von mir, Sven. Hallo, grüß euch. Und schräg über ihm, der Mann, wegen dem wir das eigentlich heute hier überhaupt machen. Weil er beim letzten Mal nämlich gesagt hat, wie, He-Man-Serie, du musst mich einladen. Ich muss dabei sein, auf jeden Fall muss ich dabei sein. Wir müssen was dazu machen. Und deswegen machen wir heute was dazu. Hallo, Basti. Hallo und vielen Dank. Und auch wie immer schöne Grüße an den Chat da draußen. Wir wollen heute den Abend über He-Man verplaudern. Wir wollen nicht nur über die Classic-Serie reden. Wir wollen nicht nur über die Spielzeuge reden, über die Hörspiele. Wir wollen natürlich auch über Revelations reden. Aber bevor wir all das so ein bisschen abarbeiten, vielleicht erzählt jeder mal von euch so ganz kurz, was He-Man so für ihn in seiner Kindheit war. Kess, du hast ein T-Shirt an, Made in the 80s. Das trifft für alle zu. Ich würde bei mir halt sagen, grown up in the 80s, not made in the 80s. Aber, und ich kann es sagen, ich würde auch sagen, bei mir ist auch grown up in the 80s. Aber mir ist auch knapp. Ja, aber das lassen wir nochmal gelten. Ladies first, deine erste Erinnerung an He-Man? Samstagmorgen-Cartoon. War's für mich immer. Das war so mein erstes, wo ich Berührungspunkte hatte, wo ich es gesehen habe. Und das war dann auch, solange es gelaufen ist, wann immer ich irgendwie Zugriff drauf hatte, war das für mich so das absolute Highlight. Das musste geguckt werden. Da saß ich nicht auf dem Sofa, nicht auf dem Sessel, da saß ich auf dem Teppich so nah, wie ich an den Fernseher ran konnte und habe freudestrahlend He-Man geguckt und She-Ra natürlich auch, Bravestar und wie sie alle heißen. Das war halt einfach so. Aber He-Man war halt so das, ja, was mich am allermeisten begeistert hat. Und unbestätigten Gerüchten zufolge muss ich da auch jedes Mal zum Intro und zum Outro irgendwie eine Choreografie aufgeführt haben, hab da sogar rumgetanzt. In TikTok-Zeiten wäre das wahrscheinlich der nächste Trend geworden, ich weiß es nicht, und war einfach mein absolutes Highlight so am Wochenende, Samstag früh Cartoon, He-Man musste sein. Sven, bei dir? Wie ich schon eingangs erwähnt habe, bei mir so eigentlich gar nicht. Also die Berührungen waren halt bei einem Freund damals, meinem besten Freund, der halt Figuren hatte. Und das war es halt auch. Und ich vermute, dass es einfach daran lag, dass meiner Mutter das wahrscheinlich einfach zu brutal war. Also da war ein muskelbepackter Berg mit einem Schwert in der Hand und das muss ja, also brutal. Also ich vermute mal, dass es einfach daran lag, dass ich da das in dem, sagen wir mal, Alter so gar nicht mitgekriegt habe. Und dann später habe ich anderes. Ich war dann also eher so in Richtung Real Ghostbusters und sowas, ne? Basti, bei dir?
Hast du Spielzeug? Also massig. Du hast ja vorab uns nochmal so eine Liste geschickt mit den ganzen Spielzeugen, die in der Geschichte rausgekommen sind, und ich hatte wirklich viel davon. Ich bin mit He-Man konfrontiert worden in meiner Grundschulzeit. Da fing es auf einmal an, dass einzelne Mitschüler von mir Figuren geschenkt bekommen haben, und darüber bin ich da auch dran gekommen. Und He-Man ist für mich das Spielzeug meiner Kindheit. Das hat mich so geprägt und so gefesselt, dass es mich heute noch nicht losgelassen hat. Also wenn ich jetzt heute erfahre, es kommt ein neues Comic raus, es kommt eine neue Serie, dann bin ich gehypt ohne Ende. Das ist für mich ganz groß, wirklich großes Kino. Die Hörspiele habe ich geliebt und ich liebe sie immer noch. Und also es ist für mich wirklich eine riesen Herzensangelegenheit. Das ist schön. Für mich war He-Man immer so, ja, second best hinter Star Wars, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Liste war allerdings trotzdem sehr erhellend. Wir werden sie, wenn wir die Folgen die fünf Folgen besprechen, auch mal so ein bisschen durchgehen, dass man sich so die kleinen Easter Eggs, was die Spielzeuge in Revelations angeht, mal anschauen kann. Ich hatte immer mehr Star Wars als He-Man. Ich hatte von He-Man auch keine Fahrzeuge und gar nichts und auch keine Spielsets, weil ich praktisch nur ein paar Figuren hatte, damit ich mit meinen Kumpels da spielen konnte, so, weil halt die so groß waren, ne, und die Star Wars Figuren so klein. Das war ja alles nicht kompatibel, nicht mehr mit kindlicher Fantasie. Und allerdings habe ich die Cartoons immer gerne geguckt. Ich glaube, ich fand aber die Ghostbusters von Filmnations ein Ticken besser irgendwie. Weil einfach die Moral am Ende der Klassikfolgen einfach manchmal sehr cheesy war. Ich habe euch ja genötigt, eine Klassikfolge zu gucken. Dann habe ich gesagt, komm, jeder guckt nochmal die allererste Folge, damit man auch nochmal das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Vielleicht ganz kurz mal ein paar Sachen überhaupt zu He-Man und Masters of the Universe. Und man tut dem Ganzen, glaube ich, durchaus nicht unrecht, wenn man sagt, dass da schon so mit der erste verlängerte Werbespot überhaupt war, der einfach knallhart auf Product Selling ging. Und ich habe mal einen Werbespot rausgesucht, den will ich euch nicht vorenthalten, aus dem Jahr 83, 84, zwei Werbespots für He-Man-Spielzeuge. Ich lüfte das Geheimnis, ich lasse keinen durch, ich bin dabei! Masters of the Universe. Gesprochen von Peter Passetti, das muss man sich auch mal vorstellen. Die Geschichte von Castle Grayskull, einer Burg voller Geheimnisse. Hier wird sie beschützt von Man-at-Arms auf seinem Flip-Track. Und jetzt lüftet He-Man auf seinem Battle-Cat das Geheimnis. Da öffnet er mit seinem Zauberschwert die Zugbrücke. Mit dem Aufzug wird die Burg erkundet. Eine leichte Drehung mit dem Thronsessel genügt, um Eindringlinge wie Beastman mit der Falltür in die Tiefe zu stürzen. Und da kommt Stratos in seinem Windrider und erkundet Castle Grayskull. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel. Im Nachhinein bin ich gerade ein bisschen sauer, dass meine Eltern mir so ein geiles Spielzeug vorenthalten haben. So Fernsehspots werden ja heutzutage gar nicht mehr produziert. Ja. Das war noch Kinderwerbung, wie es sein musste. Ja. Aber wie geil ist diese Werbung? Ich meine, die spricht mich jetzt noch an. Ja, genau deswegen. Ne? Das ist ja, ja. Ich habe mich als Kind immer gefragt, werden die bezahlt oder haben die das Spielzeug behalten dürfen? Das war so die, das ging mir, ganz selten kam ja Star Wars Werbung, He-Man war viel, viel mehr Werbung als Star Wars. Ganz, ganz selten kam mal Star Wars Werbung, eigentlich immer nur so rund um die Filme. Ja, Basti, du hast es im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, wie standen denn die Eltern dazu? Sven, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ich glaube, meine Eltern waren auch sehr skeptisch, aus den gleichen Gründen, weil das halt, also Star Wars kannten die noch so und die Figuren waren auch normal, aber He-Man war halt so der asoziale Bodybuilder. Ja, also ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, also das war damals Thema bei den Eltern, ich habe ja erzählt, in meiner Grundschulklasse ging das so rum und dementsprechend wurden die Kreise immer größer und da haben sich auch die Eltern darüber unterhalten, das weiß ich noch. Und zum Glück sind meine Eltern zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise meine Mutter, dass sie gesagt hat, Mensch, die spielen da so schön mit. Und das haben wir auch.
Also, dass das dann durchgewunken wurde. Aber ich weiß auch, dass einige das nicht haben durften. Also ich kenne diese Diskussion. Dieselbe Diskussion hatten wir übrigens früher mit hier Pistolen und Gewehren und sowas. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Ehrlich? Oh. Okay, da gab es für mich überhaupt keine Diskussion. Das war gut. Das ging durch. Karneval Cowboy oder sowas, aber so generell eine Pistole oder so ein Plastikmesser. Oh. Echt? Oder, nee, okay. Oder wenn wir früher so im Wald gespielt haben, also so ein Schweizer Taschenmesser oder so. Der Bub könnte ja da reinfallen oder sowas, ne? Keine Ahnung, ne? Gut, vielleicht war ich auch früher manchmal etwas ungeschickt oder so, aber. Nee, das war gar kein Thema. Kess, hast du denn dann eher She-Ra gehabt? Gewollt? Gewollt hätte ich schon, ja, aber bei uns, ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt, ich komme von einem, es müsst ihr euch wirklich, also es ist nicht so romantisch, wie sich das anhört, ich komme von einem Fünfhäuserdorf in Bayern, wo die Straße aufhört. Und ungefähr so 12 Leute waren wir in meiner Grundschulklasse und danach war ich auf einer Mädchenschule. Das heißt, diese Spielzeuge, da hatte ich wirklich nur Zugang zu, wenn ich beim großen Bruder meiner Schulfreundin mal mitspielen durfte. Und das war dann immer so ein Highlight. Der hatte dann auch, der hatte Grayskull und ich glaube, der hatte sogar Snake Mountain, das weiß ich. Und der hatte auf jeden Fall, hatte der Battle Cat und der hatte diese ganzen Figuren. Und wenn ich die besuchen durfte, dann konnte ich bei dem quasi mal sneaken und dann konnte ich da mal so sozusagen mal dran riechen, ne? An den Figuren tatsächlich. Und ansonsten hatte ich wirklich nur. Ja, genau. Ich habe das in der Doku gesehen, dass die wirklich so gestunken haben, die Figuren, dass die Leute das Arbeiten verweigert haben in der Manufaktur. Also den hat er zum Glück nicht gehabt, aber Props an Michael, der hat mich hin und wieder mal an seine Master of the Universe-Figuren gelassen. Da durfte ich da mal so ein bisschen mitspielen, aber ansonsten hatte ich tatsächlich nur die Cartoons und ich glaube, das Mädchengymnasium hat es dann nicht besser gemacht, mit dem Spielzeug zumindest, aber alles, was ich halt im Fernsehen abgreifen konnte, das habe ich dann auch sozusagen konsumiert und das war dann aber auch gar kein Problem. Also bei uns gab es immer geregelte Fernsehzeiten und ich habe das besprochen oder angestrichen in der Fernsehzeitung, was es damals ja noch gab. und da war das total in Ordnung, Samstag früh Cartoons zu schauen und da war das weder Erscheinungsbild noch irgendwie Gewalttätigkeit oder so. Das war tatsächlich dann der Vorteil, ein Bauernkind zu sein. Da waren die ganz, ganz offen mit. Also da gab es auch in der Elternschaft oder so keine Gespräche. Ich finde das unglaublich spannend, dass das jetzt sich schon herauskristallisiert. Und ich glaube, das zeigt auch die Magie. Ich nenne es so, die Magie von He-Man, dass Cass, du bist infiziert worden oder dich hat die Magie berührt durch die Zeichentrickserie. Bei mir war es zuerst das Spielzeug und ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die zuerst mit der Hörspielserie in Kontakt gekommen sind und darüber da reingezogen wurden in diesen Kosmos. Und das zeigt doch irgendwie auch, wie wichtig und groß diese Sache ist, wenn auch das auf so unterschiedlichen Ebenen immer wieder Leute reinzieht, ne? Es ist irgendwie faszinierend, finde ich krass. Stimmt, ja. Ich habe mir auch im Zuge dessen mal die Timeline angeschaut und ich habe definitiv das Spielzeug und vielleicht auch die Hörspiele vor den Cartoon-Serien kennengelernt, denn man vertut sich da, die Erstausstrahlung in Deutschland war tatsächlich erst 1988 der Cartoons. Aber wir sind älter. Ich hätte das in meiner Erinnerung viel früher verortet, aber als ich mir das dann so ein bisschen vergegenwärtigt habe, dann fiel mir nämlich auf, stimmt, ein Kumpel von mir, die hatten Kabel und wir hatten noch kein Kabel oder sehr spät erst Kabel und da habe ich nämlich neben Knight Rider dann auch immer sehr neidisch auf die He-Man-Serien geguckt, überhaupt die ganzen Filmnations-Geschichten, die da immer so kamen und die Hörspiele, die habe ich völlig verdrängt. Ich habe mich wirklich völlig verdrängt. Als der Michael sagt, es gab Hörspiele, dachte ich im ersten Moment, ah ja, das sind halt die Filmnations Cartoons als Hörspiel, so wie die ALF-Folgen oder Star Trek. Ja. Die unsäglichen James Bond Hörspiele. Ja, schrecklich. Ganz schlimm. Nur Geldmacher. Ja, aber also schrecklich fand ich das damals nicht. Ich habe früher sehr viele Hörspiele gehört. Und für mich war das oft eine Gelegenheit, Sachen, die ich nicht im Fernsehen gucken durfte. Also es gab ja Nightmare on Elm Street Hörspiele und so weiter, die konnte ich dann hören. Hab trotzdem schlecht geträumt, aber ist egal. es gab auch von den Gespenstergeschichten Hörspiele, war keine gute Idee, das dem Kind zu geben.
Kann ich euch sagen. War keine gute Idee. Ja. Ich hatte auch bei 3 Fragezeichen das Gespensterschloss als Kind durchaus etwas Angst am Anfang. Na, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, verdammt nochmal, das sind ja unglaublich hochwertig produzierte Hörspiele mit einer eigenen Story und sogar tollen Stimmen. Und da hören wir mal in ein Ding etwas rein. Ich spiele es euch mal ein in der ersten Folge. Sternenstaub. Mit Hilfe eines magischen Auges, das hoch über ihm in der geheimen Festung schwebte, verfolgte Skeletor den Kampf im immergrünen Wald. Vor ihm in der Luft erschien plötzlich das Zauberschwert He-Mans. Im Hintergrund mit Walkürenritt von Wagner. Jetzt hast du endgültig gewonnen, Meister. Ja, ich habe gewonnen. Ohne das magische Schwert ist He-Man noch nicht einmal die Hälfte wert. Aber er hat noch immer Battle Cat, den Kampftiger. Was geschieht, wenn dieser den Drachen tötet? Ich hoffe, dass er ihn tötet. Ich hoffe es. Denn dann wird He-Man mit seinen Freunden in die grundlose Schlucht stürzen. Nichts, gar nichts wird ihn noch retten können. Eternia gehört uns. Welch ein Tag. Uns, Beastman, wie oft muss ich es dir noch sagen? Mir gehört Eternia. Mir allein. Komm, ich will mir ansehen, wie He-Man stirbt. Und das Schwert? Nimmst du es mit, Skeletor? Nein. Ich lege es in die Zeitkammer, aus der es niemand gegen meinen Willen hervorholen kann. Erst wenn ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass He-Man tot ist, werde ich das Zeitschloss öffnen. Komm mit zur grundlosen Schlucht. Ich will He-Man sterben sehen. Ja, Peter Passetti, der Märchenonkel schlechthin, als Skeletor völlig vergessen. Und aber wirklich sehr gut produziert, das ist schon krass. Ja, und vor allem was für weitreichende Erlaubnisse die hatten. Das Krasse war ja, es gab für die Figuren, gab es ja gar keine Background-Stories. Das Einzige, was es gab, war, ich weiß nicht, ob ihr, Sven wird sich nicht dran erinnern, aber kennst du dich vielleicht, oder nee, du hast das Spielzeug nicht gehabt. Also in den Original-Spielzeugen waren so Mini-Comics drin. Das war alles, was es an Backstory gab. Das heißt, die waren, ich meine, das Gute war, die waren vollkommen frei, waren ganz kreativ und konnten sich total ausleben. Das heißt, für mich ist die ganze Geschichte hinter den Figuren, die ich kenne, die kommt für mich aus den Hörspielen. Weil, die haben das wirklich frei empfunden und weiter gesponnen. Die hatten freie Hand. Das war faszinierend. Es gab da erst mit Phil May, also mit der Serie, gab es doch dann wirklich, wo die gesagt haben, okay, jetzt machen wir uns eine Hintergrundgeschichte, weil, wie du schon sagtest, da gab es ja nicht viel. Ja, diese Mini-Comics, da gab es ja auch noch keinen Prince Adam, soweit ich weiß. Ne? Da gab es noch gerade diese Transformation noch gar nicht und das kam dann alles erst mit den Cartoons dann später. Das wird ja in dieser Doku mit The Toys That Made Us so beschrieben, dass diese ganze Background-Story, das finde ich jetzt wieder aus so einer kreativen Sicht oder aus so einer Entwicklungssicht so interessant. Normalerweise kennt man das ja bei Star Wars. Man hat ein kreatives Gut, man hat eine Geschichte, man hat Charaktere, man hat Handlungsbögen und basierend darauf werden Spielzeuge lizenziert oder weitere Sachen, Spin-Offs produziert, irgendwelche Sachen, die sich davon ableiten. Und in dieser Doku, ich konnte mir so richtig vorstellen, ich mache hauptberuflich Marketing, deswegen habe ich das so gefühlt, als diese Jungs das erzählt haben, dass sie versucht haben, diese Spielzeuge rein zu verkaufen in den Einzelhandel und die dann gesagt haben, ja, aber was ist denn die Geschichte? Was sind das für Charaktere? Was ist eigentlich die Handlung? Und dann haben die sich das ja sozusagen in Echtzeit aus den Rippen geschnitten und haben dann gesagt, ja, da ist ein Comic dabei. Ach so, haben wir gar nicht erwähnt, da gibt's noch ein Cartoon. Und ich glaube, das ist auch so eine hochfaszinierende Sache, dass eigentlich aus so einer Notsituation so viel Kreativität entstanden ist über diese einzelnen Figuren, die dann so eine wahnsinnige Geschichte über Jahrzehnte hinweg eigentlich da manifestiert haben. Ne? Das ist, finde ich, ist eigentlich was super Besonderes auch. Das nimmt so ein bisschen, eigentlich nimmt es ja schon so ein bisschen, es ist sehr lustig, aber es nimmt so ein bisschen so die Romantik raus, weil du denkst immer, boah, die haben da
so lange dran gesessen, diese Hintergrundgeschichte. Und dann erfährst du, naja, Battle Cat, wir hatten kein Produktionsbudget mehr. Da haben wir eine andere Figur genommen, haben sie angemalt. Oh, die war zu groß für He-Man. Ja, mach mal einen Sattel drauf. Es ist irgendwie lustig, aber endet, also irgendwie denkst du ja auch so, okay, ja, die Entstehungsgeschichte ist schon krass. Also mir ging es genauso, wie Sven es jetzt gerade beschreibt. Es gibt also ja neben dieser Dokumentation, die du sagst, gibt es ja noch einen einzelnen Film, Power of Grayskull, ja, der im Grunde thematisch das Gleiche hat. Und dann gibt es auch ein ganz, ganz großes Buch über He-Man, also super dick. Ich habe es jetzt leider nicht hier. Ich bin ja, wie gesagt, unterwegs. Und das hat mich auf der einen Seite fasziniert, aber auf der einen Seite hat es auch ein bisschen was kaputt gemacht, ne? Nämlich, dass da null dahinter war. Es war nichts, es war gähnende Leere. Aber grundsätzlich, das fand ich schon ein bisschen schade. Es ist das ja oft so, ne? Wo du gerade sagtest, Star Wars, das war auch so. Wir waren letztes Jahr auf einem Konzert von Johnny Williams und der hat gesagt, er hat, als sie den ersten Star Wars gemacht, der die Musik gemacht hat, hat er für Luke und Leia ein romantisches Thema geschrieben, weil jeder davon ausging, die kommen zusammen. Erst im zweiten Teil haben sie davon, oh, ach so, dann hat er mal irgendwann entschieden, es sind wohl Geschwister. Deshalb haben immer Luke und Leia ein romantisches Thema, obwohl es eigentlich nicht passt. Also von daher ist das oft so, glaube ich, einfach. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz mal einblenden, ein Hörer, der auch gerade im Chat ist, hallo Lars, du hast uns ein Bild geschickt und wahrscheinlich ist es dieses Buch, das du... Ah, sehr guter Mann. Ist es das? Ja, ja, das genau. Ist es, sehr guter Mann. Perfekt, also ja, exakt das. Ich habe, während ihr gesprochen habt, habe ich die ganze Zeit hier mal das Comic durchlaufen lassen. Da sieht man ja auch noch, Teela hat zum Beispiel noch grüne Haut. Ja. He-Man ist einfach nur ein Barbar, der aus dem Dschungel kommt und halt diese Rüstung von Teela kriegt. Ja. Auch die Geschichte, diese Herkunftsgeschichte von He-Man, die ist so schrecklich. Oh Gott, wie sie dann bei ihm gelandet sind, ne? Was sie da für Ideen hatten vorher, wie er hätte aussehen können und oh je. Also ich kann wirklich an der Stelle nur empfehlen, beide Dokus auf Netflix zu gucken. Die machen, obwohl sie teilweise das Gleiche erzählen, beide riesig Spaß. Nämlich einmal Power of Grayskull. Die geht nur noch bis zum 23. August auf Netflix. Kam nämlich als Warnhinweis. Also genau, und die andere, The Toys That Made Us. Und da gibt es auch eine zu Star Wars und halt eben auch eine zu He-Man. Ja, ganz kurz noch auf die Hörspiele. Wir haben ja ein bisschen reingehört, auch hochwertig produziert, hatte ich gesagt. Was mich als Kind, und das habe ich mich wieder dran erinnert, ein bisschen gestört hat, war einfach, aber da geht's im Chat schon ein bisschen durcheinander, ich mag halt einfach Norbert Langer nicht. Die Stimme ist für mich einfach Tom Selleck und Tom Selleck als He-Man, ich konnte es selbst als Kind nicht überhören. Das und Peter Passetti hat halt für mich immer Peter und der Wolf gesprochen und plötzlich war der Skeletor, ja. Aber was ist denn bei dir falsch gelaufen, dass du Magnum noch vor He-Man kennengelernt hast? Magnum hätte immer für dich klingen müssen wie He-Man. Dann wär's Nee. All dieweil, das kam um 10, genauso wie Miami Vice und damit war es von Haus aus neugierig. Und wir hatten einen Kaminschacht, der so durchs Haus ging. Und der war überhaupt nicht in Betrieb, aber der ging halt vom Wohnzimmer hoch bis ganz unten. Bei meinem Zimmer war halt so ein kleines Türchen, wenn du da das Ohr dran gehängt hast, hast du mehr oder weniger in Originallautstärke gehört, was unten geguckt wurde. Auf diese Weise habe ich das Boot gehört, Magnum, Miami Vice. Ja. Ich glaube, bei Dallas bin ich eingeschlafen. Aber alles, was halt in der ARD ab 22 Uhr kam, war halt grundsätzlich einfach mal interessant. Dann lass uns noch ganz kurz über den Film reden und dann geht's Richtung Revelations. Ich habe den Film dann gesehen von Orion Pictures und ich finde ihn ganz ehrlich, ich finde ihn bis heute grausam. Ich kann diesem Film nichts Gutes abgewinnen, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, manche lieben das Ding als Trashperle und ja, Frank Langella als Skeletor, okay. Aber ich finde ihn ganz ehrlich, ich habe jetzt noch mal ein bisschen reingeguckt in Vorbereitung auf dessen, ich kann da nichts Gutes finden. Das Ding ist einfach billig gemacht, das ist ein Pseudo-Star Wars-Conan-Mix. Ja, ja. Nicht mal die Spielzeuge dazu waren gut. Sagt mir was Positives dazu. Chat, sagt was Positives dazu. Außer Frank Langella. Aber wenn wir mit der Serie fertig sind, dann, ich habe hier noch extra was vorbereitet.
Ah ja, ah, stimmt. Sorry. Ja. Richtig. Entschuldigung. Ich versuche irgendwas Nettes über Dolph Lundgren zu finden. Dann lasst uns den Film. Aber nicht mal da. Also ich muss sagen, ich bin bekennend. Wer auch mein Verlobten kennt, der weiß, dass ich ein sehr eindeutiges Beuteschema bis heute habe. Aber ich konnte selbst Dolph Lundgren in diesem Outfit, kann ich bis heute nichts Gutes irgendwie. Es ist schlimm, ne? Ich kann heute noch dreimal, wenn es sein muss, Conan gucken. Aber das ging irgendwie, es war für mich eine Riesenenttäuschung. Für mich war das echt so ein Hype. Und dann kam der endlich im Fernsehen, ins Kino bin ich damals eh nicht gekommen, dann kam der da endlich und es war so eine Enttäuschung. Und ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, den heute nochmal in real nochmal zu machen. Bitte. Weiß ich nicht. Bitte. Ja, aber dann, die Frage ist halt, wie sie ihn dann gut machen, ne? Also, dann, ja. Die geliebten Charaktere, die müssen rein, das ist das schon mal. Die haben da gefehlt. Alle wollten die Helden sehen, die Bösewichter. Ja. Aber no money. Noch nicht mal die einmal eine Verwandlung, also ich glaube, er hat sich doch nicht einmal verwandelt in diesem Film, ne? Dieses Schlüsselelement, was eigentlich ja eigentlich so charakteristisch, nicht mal das ist ja passiert, ne? Ja, auch die auf der Erde spielen zu lassen, meine Güte. Ja, das stinkt halt nach keinem Geld, ne? Es ist so wie Alien vs. Predator 2, das ist halt auch. Aber eben, Sven hat völlig recht, wir sind etwas über die Zeichentrickserie hinweggesprungen, weil wir vorher am Eingang so relativ viel drüber gesprochen haben. Aber es gab das Spielzeug richtig, also ihr habt ja gerade eben schon gesagt, die hatten keine Idee und dann hat sich Film Nations gesagt, komm, wir machen da jetzt eine Serie draus. Die Hintergründe, wie gesagt, in der Netflix-Doku. Aber Sven, du hast was ganz Besonderes dabei. Meine Freundin, die sammelt nämlich sogenannte Cells. Und Cells, das sind die Originalzeichnungen aus der Serie von damals. Das heißt, die Zeichnungen, die Bild für Bild angelegt haben, die konnte man irgendwann mal kaufen. Das kannst du heute auch noch. Und die hat mal einfach vor 10, 15 Jahren, da gab es mal einen Abverkauf von Filmation-Sachen, da hat die ganz viel eingekauft für sehr, sehr wenig Geld, sehr günstig. Und die sind heute sehr, also auch schon recht teurer. Oh. Und genau, und hier sieht man zum Beispiel, also was passiert, weshalb zum Beispiel Cells von Disney-Filmen, die so aus den 40er, 50er Jahren sind, wenn sie noch existieren, mehrere tausende Euro kosten oder Dollar kosten, weil die fangen an, sich irgendwann aufzulösen. Also diese hier sind zum Beispiel sehr wabbelig. Und hier kann man zum Beispiel mal erkennen, wie die mit diesen Zeichnungen, wie die das gemacht haben. Also die haben ja nicht immer ein Bild gezeichnet. Also die haben dann hier hat man den Mund, hier hat man die Augen und die legt man dann da drüber und dann wurde einfach die Augen nochmal teilweise neu gemacht. Also immer nur die Augen animiert oder der Mund animiert. Und da hat sie eigentlich so ein ganzes Set mit verschiedensten Charakteren. Genau, hier ist das. Das fand ich sehr süß. Ne? Mal erklärt, wo das drin ist, in welcher Szene. Und was wirklich ganz interessant ist. Das Krokologi? Gerade wollte ich sagen, ob das He-Man und Kroki ist. Das wäre der Renner gerade aktuell. Haben sie es vorausgesehen. Das ist ganz interessant. Das ist so eine komplette Produktionsmappe für eine Szene, die ist sogar auch von der Gwen, der Regisseurin, mit abgehakt, weil die zum Beispiel, also hier sind dann teilweise Kommentare auf den Zeichnungen drauf, wie zum Beispiel, irgendwo steht da drin, also hier haben sie es zum Beispiel so gemacht, da haben sie die Szenen einzeln nochmal, also die Figuren einzeln bemalt, also man sieht hier immer links, rechts, ist einzeln, sind also einzeln gezeichnet. Und dann sind das ist dann eine Animation, die erstellt wird. Und dann ein Daumenkino, hier, ne? Genau, es ist ein Daumenkino. Und das ist richtig. Die haben teilweise Rotoskopie-Verfahren genommen. Und dann haben die hier zum Beispiel, also das sind dann die Hintergründe, und so haben die dann halt einen Hintergrund genommen. Der wurde natürlich ausgemalt. Das ist natürlich, und so konnten die dann so ein Panorama. War es dann ausgebreitet und die wir vermuten, dass sie die halt deshalb so zusammengefaltet haben,
weil das dann eine Szene, also es war dann war ja eh damals 4:3 Format und dann haben die halt eine Szene, haben die hier drüber gelegt und dann wurden die ausgemalt und hier haben sie hier ist irgendwas mit, genau, hier sieht man so ein einfach Grundzeichnungen, wo standen hier auch noch so Kommentare, dass zum Beispiel die Regisseurin erlaubt hat, dass die Figur Zähne haben darf und sowas. Also mit Kommentaren und Abzeichnungen alles da drin. Und das ist halt echt schon, also ich finde es sehr spannend, was es da, ne, und wie gesagt, die hat es halt also damals einfach mal in so einem Abverkauf von so einem Studio oder von einem Händler, weil da gibt es ja pro Folge, könnt ihr ja ausmalen, 24, 25 Bilder pro Sekunde, wie viel es davon gibt. Und finde es aber halt auch sehr schön. Und die stinken nach Essig. Meine Fresse. Ja, das ist wohl auch der Grund, warum das so, das sind vermutlich dann teilweise also hier so Nebencharaktere. Dieses hat sie sich geholt, weil man hier so schön die Haare von ihr sieht. Orko in Nöten geht auch immer. Orko in Nöten geht. Ich meine, insgesamt waren das ja 130 Folgen und dann kommen, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, nicht ganz so viele She-Ra-Folgen, aber trotzdem nochmal eine Menge dazu. Und ja, das ist wirklich, du hast es doch gerade eben gesagt, war auch eine Regisseurin am Werk teilweise. Und was die so zu erzählen hat über frauenfeindliche Sprüche, die sie sich da in der Filmproduktion hat gefallen müssen, das ist auch echt so, okay, ja, different times. Ja, auch über, weil die ja damals schon eigentlich wollten, dass auch She-Ra jetzt nicht so ein Twiggy-Laufsteg-Model-Look haben sollte. Die wollten sie ja damals schon ein bisschen weiblicher, aber also kräftig weiblich inszenieren. Und da gab es damals tatsächlich auch, auch in der Doku und was man auch so noch lesen oder hören manchmal kann, was sie so berichtet, ist das tatsächlich so, wo man sich denkt, so wow, also die hatte ein dickes Fell, sich da auch durchzukämpfen. Das war, glaube ich, nicht so einfach in den 80ern, da so ein, ja, so sich da durchzusetzen und das auch so leiten zu können, dann das Projekt. Ne? Das ist schon krass. Ja. Also auf jeden Fall aber ein super schöner Schatz, den deine Freundin da hat. Allerdings. Ja, sie toll. Hat ganz, ganz vielen Serien und Filmen hat die da echt eine krasse Sammlung von den Dingern. Ist schon echt. Also ich finde sowas, das ist auch so bisschen was Schönes von Historisches. Finde ich halt echt einfach toll, die Dinger. Ja, vor allem auch so das Wissen, das hast du als Kind geguckt. Also weißt du, diese Vorlage hast du als Kind geguckt. Und jetzt hast du es irgendwie, das ist wie, also mich kannst du auch mit so Mini-Props schon glücklich machen. Ja. Also ich brauche da jetzt nicht das Golden Idol aus Raiders of the Lost Ark. Mir würde im Prinzip der Schnürsenkel von Indies Schuh auch schon reichen, wenn ich ihn günstig schießen kann. Ja. Hätte für mich den ähnlich ideellen Wert, wenn ich wüsste, okay, den habe ich halt vorher schon gesehen. Also von daher, schön, dass du die mitgebracht hast. Vielen Dank. Ja. Und ich muss. Ihr seid mir mal zum Geburtstag ein Stück von Scullys Nachthemd geschenkt. Das heißt, wenn es mal irgendwann so ist und da noch DNA ist, kann ich mir eine eigene Scully klonen. Also ich glaube, es könnte auch eher ein Wink mit dem Zaumpfahl gewesen sein, den du nicht verstanden hast. Ja, ja, das kann natürlich sein. Das ist so. Aber das bringt uns jetzt dann wirklich mal zur Fortsetzung, zur Netflix-Fortsetzung Masters of the Universe Revelations. 5 Folgen gibt's. Ich habe eine kleine Zusammenfassung gemacht, die will ich euch nicht vorenthalten. Und da gab es eine Menge Beef. Im Vorfeld, im Nachgang. Ich bin gespannt. Der Chat und auch bei Twitter haben sie schon geschrieben, man wartet geradezu genüsslich darauf, dass Nerdizismus es auseinandernimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich es tue.
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich es tue. Aber vielleicht kann ja jemand ein bisschen was zum Vorfeld sagen. Kevin Smith, Obernerd oder selbsternannter Obernerd, sagen wir es mal so, ist von Eishockey-Trikots umgeschwenkt auf übergroße Jackets, nachdem er kräftig abgespeckt hat. Und hat sich jetzt dieses Franchises angenommen. Und dann ging im Prinzip der Beef schon los, weil man irgendwann einen Filmschnipsel rausgekramt hat aus irgendeinem Interview von vor 10, 15 Jahren, wo er gesagt hat, dass er irgendwie He-Man scheiße findet. Tja. Und dann ging's los. Und hört irgendwie nicht auf. Ja. Und jetzt ist es woke und Kevin Smith killed my childhood und bla und überhaupt. Also, wie seht denn ihr das? Was habt ihr davon mitgekriegt am Anfang? Alles und ich finde nach dem ersten Trailer, also ich habe jetzt die Serie auch direkt geguckt, weil mich der Trailer auch sofort mitgenommen hat und das ist schon für ein, sag mal, Format, was dich früher nicht, was du früher nicht gesehen hast, schon echt interessant, dass du auch immer sagst, okay, das will ich jetzt unbedingt sehen. Und ich kann wie so oft das Geheule, Gejammer und Genöle absolut nicht verstehen. So. Entweder mag man es oder mag es halt nicht, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Serie, besonders weil der Trailer dich auf eine komplett falsche Fährte setzt. Und das feiere ich so dermaßen ab. Das war ja aber tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, ne, dass viele gesagt haben, ich wurde da getäuscht, ich habe was anderes erwartet. Ich muss halt sagen, also ich habe tatsächlich dieses Zitat von ihm, was ausgegraben wurde, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe dem Release-Datum entgegengefiebert. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe die ersten Fotos gesehen, ich habe das rauf und runter gehypt und habe mich mega gefreut. Und habe dann einfach mal so, das mache ich eigentlich nicht so oft, aber habe nach den 5 Folgen war ich erstmal emotional verstört, aber positiv. Dann habe ich mein Twitter aufgemacht und habe einfach nur geschrieben, die Serie ist gut. Ende. Oh. Gelände. Und auf einmal, tatsächlich jetzt nicht auf meiner Timeline, aber plötzlich habe ich dann so mitgekriegt, die Hütte brennt. Und ich kann es bis heute nicht verstehen. Und ich habe dann, also was ich auch selten mache, ist, ich habe dann aber auch beim, ja, sag ich mal, Kollegen, einen Podcast-Kollegen oder auch einen von MoviePilot, einen Kollegen, den ich kenne und den ich schätze, auf Instagram, der hat dann auch voll abgehatet. Und ich dachte mir so, was ist los? Warum findet ihr das alle schlecht? Ich fand's super und ich habe irgendwie so gar kein, ich hätte nicht die Idee gehabt dessen, dass es halt schlecht sein könnte aus irgendeinem Grund. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich vielleicht, also wobei, nostalgisch genug war ich mit Sicherheit. Ich gucke gerade aber auch in so, also auch in eure Gesichter nicht so, seid jetzt auch nicht so diese Kategorie, also was ich total krass fand, war dieser Ansatz mit, jetzt haben wir hier schon wieder Female Empowerment und die Thieler hat einen Sidecut, ja wie viel Feminismus wollt ihr uns denn hier noch kredenzen? Und ich dachte mir so, es ist eine Frisur und vor allem ist sie mit der Frisur tatsächlich noch gar nicht mal so weit weg von dem, wie sie in der klassischen Serie aussieht, weil sie hat immer diesen Abdu, sie hatte immer hochgesteckte Haare und jetzt hat sie halt einen Sidecut und es ist eigentlich von der Silhouette her, hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass sie die Dinger halt nicht irgendwie festkleistert, sondern abgeschnitten hat. Und ich habe mir gedacht, Leute, was ist los mit euch? Vor allem, was habt ihr erwartet? Also das habe ich dann auch ganz oft gesagt, was habt ihr erwartet? Und ich weiß nicht, wie es euch ging oder ob ihr das beobachtet habt. Ganz viele von den Leuten, die das kritisiert haben, die haben das irgendwie, glaube ich, gedanklich ersetzt. Der ursprüngliche Cartoon hieß ja He-Man and the Masters of the Universe. Und die Serie auf Netflix heißt Masters of the Universe Revelations. Das heißt, He-Man kommt noch nicht mal im Titel vor. Und ich habe mir dann auch diesen Beef so ein bisschen Social Media mäßig angeschaut und ihr müsst mal gucken, wie viele Menschen nicht Masters of the Universe Revelations als Hashtag benutzen, sondern die schreiben He-Man Revelations. Die ersetzen sozusagen aufgrund ihrer eigenen Erwartungshaltung, ersetzen die schon den Titel falsch. Und ich glaube, dass das so, dass die so gehypt waren auf die alte Serie, diese nostalgische Verknüpfung, dass die daher diese falsche Erwartungshaltung geschaffen haben, sich selbst und dann natürlich enttäuscht waren, weil sie im Endeffekt das, was angekündigt war, gar nicht realisiert hatten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ganz oft ist mir das begegnet, He-Man Revelations oder He-Man Netflix. Ich
Ich glaube, was du gerade sagtest mit dem Trailer, das ist sehr, sehr gut, dass sie, was die Leute erwartet, das sind, glaube ich, die gleichen Leute, die sich dann beschweren, wenn der Trailer, der spoilert ja zu viel. Und dann finde ich das echt super, wenn ein Trailer halt ist, der einen völlig woanders hinführt. Und ich sehe gerade, schreibt einer, der sagte, sein Fanbashing von Kevin Smith. Ich finde, ein Künstler muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Was der, was man, Cass kennt das, kennen das alle irgendwie, aber so ein Kevin Smith, was der sich alles anhören muss, und dann kann man auch mal sagen, so hier, euch mal aber so kräftig, ne? Ja, also im Endeffekt muss man ja auch sagen, also ich glaube, ich habe da immer so eine Herangehensweise oder, glaube ich, nicht so eine klassische Nerd-Sichtweise, weil ich manchmal auch so den Hintergrund davon versuche zu sehen. Und dann nimmt jemand ein 40 Jahre altes Franchise und nimmt sich den Mut zusammen, er nimmt sich den Mut zusammen, die Kreativität und das Geld, dieses Ding nochmal neu aufzulegen und hat dann auch den Mut, es eben nicht so Monster of the Week, Moral of the Week mäßig zu machen. Ja, das war es ja wirklich. Und er hat im Endeffekt also das gemacht, was ich mir gewünscht habe, nämlich er hat die Geschichte weitererzählt und er hat die Charaktere weitererzählt. Und dafür wird er dann jetzt auch kritisiert. Also ich glaube, er ist zu Recht ein bisschen sauer. Die Art und Weise muss man auch immer so sagen, okay, ob das jetzt wirklich gebasht war oder ob er einfach mal zu Recht einen rausgehauen hat. Man kann sich davon vielleicht auch ein bisschen angegangen fühlen als Fan, aber ich glaube, mir wäre es nicht anders gegangen in dem Moment, wenn ich diesen Mut gehabt hätte. Und man muss ja erstmal zu Netflix gehen und sagen, ich habe jetzt Mattel hier und möchte das nochmal neu machen. Ich glaube, das sollte man auch dem so ein bisschen zugute halten. Hätte er ja nicht machen müssen, ne? Zumal man ja auch sagen muss, ehrlicherweise, diese Serie ist noch nicht zu Ende. Und wir werden ja am Ende der fünften Folge bestimmt noch darauf eingehen, wie sie geendet ist, wie sie weitergehen könnte oder was wir glauben, wie sie weitergehen wird. Und das ist noch nicht das Ende. Ja? Ich kann dazu sagen, ich war zuerst auch sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde niemals irgendwie so weit gehen, dass ich da irgendwie so rumbashe oder so, ne? Um Himmels Willen, das will mich weit von entfernt. Ich finde es grandios, dass er es zurückgebracht hat danke ihm vielmals überhaupt, dass wir wieder über He-Man reden können. Wie geil ist das bitte? Ja? Also Dankeschön, ja. Egal, ob es mir jetzt gefallen hat oder nicht. Und bei mir ist das so, wir hatten letztes hier schon einen Podcast, ellenlang, ja, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, über Erwartungshaltung. Und mein Problem ist ganz oft, wenn ich eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung habe oder mich sehr, sehr auf etwas freue, dann bin ich ganz schnell enttäuscht und finde es dann nicht gut. Und hier war es so, ich habe das zusammen mit meiner Frau geguckt. Ich fand es übrigens sehr, sehr schade, dass die alles zusammen rausgehauen haben. Ich hätte es besser gefunden, Folge für Folge für Folge für Folge. Das wäre für mich leichter gewesen, weil, pass auf, wir haben 3 Folgen geguckt. Ich war im Grunde, gucke ich überhaupt weiter? So, und dann am nächsten Tag haben wir Folge 4 und 5 geguckt und da hat sich das Blatt für mich vollkommen gewendet und jetzt habe ich eine ganz andere Sicht auf die Sache. Aber vielleicht, wenn wir die Folgen noch durchgehen, dann wird es vielleicht klarer. Genau, das ist interessant. Isa hat ja auch, die kannte ja auch die alte Serie. Und die war am Anfang auch nicht geguckt, während ich am Anfang direkt schon geguckt wurde. Sehr, sehr interessant, ja. Dann fasse ich eben mal schnell die 5 Folgen kurz zusammen, ganz kurz. Schnell. Damit wir eben alle schnell wissen, worauf. Ich meine, sind wir ehrlich, so viel Handlung ist jetzt nicht, ne? Hallo, ich habe mir 4 Seiten Notizen gemacht. die kannst du auch gleich alle raushauen. Also, Folge 1, Power of Grayskull. Skeletor bemächtigt sich mittels eines Tricks Castle Grayskulls und Sorceress. He-Man kommt zur Rettung, aber im Kampf gegen Skeletor wird das Herz von Castle Grayskull und damit die Magie des Universums zerstört. Zwar kann die Sorceress die Zeit kurz anhalten, aber He-Man muss die Explosion mit seinem magischen Schwert absorbieren und infolgedessen wird das Schwert gespalten und He-Man und Skeletor verschwinden. Während der Trauerfeier für He-Man, a.k.a. Prince Adam, erfährt Teela dann
die Wahrheit, nämlich die, die wir vorhin, als wir das Intro für die Originalserie gesehen haben, ja immer wussten, Teela weiß es nicht. Ich meine, Teela ist an der Stelle halt auch genauso blöd wie Lois Lane, aber das ist ein anderes Thema. Ja, der wütende König Randor entlässt Man-at-Arms aus seinen Diensten. Teela soll den Job übernehmen, hat aber auch keinen Bock mehr und geht. Figuren in dieser Folge: Faker, Spycor, Fistor, Clampchamp. Und die Spielzeuge waren Landshark und Bashasaurus. Die haben wir gerade in dem Spot gesehen. Folge 2, The Poisoned Chalice. Teela und ihre, ja, was auch immer, jetzt nicht mehr rothaarige Freundin Andra verdingen sich als Schatzjäger. Sie erhalten von einer mysteriösen alten Frau den Auftrag, einen Kelch aus Snake Mountain zu beschaffen. Diese Festung oder dieses Playset gehört inzwischen Triclops und seinen Borg-Drohnen. Zwar kann man den Kelch beschaffen, doch damit endet die Aufgabe noch nicht. Der Gral muss zurück zu Schloss Grayskull. Dort angekommen entpuppt sich die alte Dame Kelsepris als Evelyn, welche mit der Zauberin zusammenarbeitet, um die letzte Magie von Eternia zu retten. Um allerdings die Magie komplett wiederherzustellen, muss das Schwert der Macht wieder zusammengeschmiedet werden. Ein Teil ist in Subternia, ein anderer in Preternia. Figuren in dieser Folge: Stinkor, Whiplash und als Fahrzeug Rotorn. Folge 3, The Most Dangerous Man in Eternia. Man-at-Arms kämpft gegen die Querdenker von Triclops, als die drei Damen vom Grill eintreffen. Man kämpft gegen die Horden, wird aber gefangen genommen, da erscheint Beast Man, ja, Betonung auf Man, und rettet alle und vertreibt Triclops. Duncan kümmert sich um den kranken Orko und hat derweil einen Roboter namens Roboto gebaut. Dieser verfügt über das gesammelte Wissen von Man-at-Arms und ist daher in der Lage, die Schwerter der Macht auch zusammenzuschmieden. Duncan soll sich derweil um die Zauberin kümmern. Wir wissen aus Folge 2 der Classic-Serie, dass ja die Zauberin die Mutter von Teela ist. Also nimmt er diese natürlich dankend an, diese Aufgabe. Während einer kleinen Rempelei mit Merman erscheint Man-at-Arms zur Rettung und steht so dem Weg nach Subternia nicht mehr im Wege, und auf geht's in die Unterwelt. Figuren hier natürlich Merman. Folge 4, Land of the Dead. In der Unterwelt angekommen, werden unsere Helden mit ihren Ängsten konfrontiert. Andra, Beastman und Roboto kämpfen gegen Zombies, warum auch immer. Orko und Evelyn haben Angst um ihre magischen Kräfte. Und Teela stellt sich ganz im Luke-Style erst He-Man und dann sich selbst. Chef der Unterwelt ist Scareglow, der es gar nicht gerne sieht, dass seine Hälfte vom Schwert der Macht wieder entwendet werden soll. Als man dann schließlich das Tor zu Preternia öffnet, erscheint doch nochmal Scareglow und will die Helden dran hindern, aber Orko, der zum ersten Mal richtig effektiv zaubern kann, opfert sich, damit die anderen heil entkommen können. Folge 5 und damit die letzte Folge, The Forge at the Forest of Forever. Da musste ich erstmal an die City, an die Edge of Forever denken, eine der besten TOS-Folgen überhaupt. Im Paradies trifft man auf Eternias Helden Hero, King Grayskull, Mossman, Titus und eine ehemalige Zauberin und Prince Adam, nicht He-Man. Unter Einsatz seines Lebens kann Roboto in Eternia Playset das Schwert der Macht zusammenschmieden. Und mit dem Schwert und Adam im Gepäck macht man sich auf, gibt praktischerweise dann auch ein Portal in die normale Welt auf den Weg nach Eternia, also nach Grayskull. Das Schwert der Macht bringt dann auch automatisch die Magie zurück und alles scheint ganz toll, als Adam sich endlich in He-Man verwandeln kann, aber dann kommt Skeletor und ersticht Adam, reißt das Schwert an sich. Beastman und Evelyn wechseln mal wieder die Seiten, Skeletor sagt die magischen Worte und ist nun Skelegott, Master of the Universe. The End. So, ich habe gesagt, viel Handlung ist es nicht, ich habe es geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die üblichen Verdächtigen angeguckt, bei denen ich sonst bei Star Trek oft einer Meinung bin. Aber hier kann ich einfach nicht verstehen, wo das Problem ist. I don't get it.
Also erstmal, ich bin vollkommen bei dir, die Serie heißt Masters of the Universe, nicht He-Man and Masters of the Universe. Ja, der Trailer mit I Need a Hero ist halt schon ziemlich cheesy, aber ich fand den halt geil. Ja, ganz ehrlich. Ja, mit Bonnie Tyler und I Need a Hero kriegst mich halt immer. Das ist einfach so billig, aber du kriegst mich damit. Und dann frage ich mich, was wollen denn die Leute? Ich habe euch ja gezwungen, in Anführungszeichen, die erste Folge. Das Alte, aber immer neu. Also immer neu oder aber alt, aber ja nicht das Alte zerstören, aber neu. Ja, aber ich habe euch ja gezwungen, die erste Folge Film Nations zu gucken. Und das ist ja eine Serie mit 130 Folgen, die ja mehr oder weniger jede Woche auf Reset gestellt wurde. Ja? Mhm. Ganz leichter Story-Arc, aber eigentlich mehr oder weniger immer auf Reset. Dazu haben wir all diese Geschichten, das ist null gewalttätig, es musste immer diese Moral am Ende sein, damit das Ding durch die Zensur durchgeht. He-Man benutzt sein Schwert niemals als Waffe, bla 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 bla. Und Kes, du hast im Vorgespräch gesagt, extrem viele Menschen, die in Matsch fliegen. Ja, ja. Die Höchststrafe in Eternia ist scheinbar ein Schlammbad. Genau, plus lustige Geräusche. So, und da frage ich mich ernsthaft, wollt ihr das wieder haben? Nur in besser gezeichnet? By the way, so schlecht ist das Alte gar nicht gezeichnet. I don't get it. Was wollen die Leute denn? Ich verstehe es nicht. Wollen die 5 Folgen, wie He-Man Skeletor auf dem Arsch gibt und Skeletor mal wieder vergeblich versucht, Grayskull zu erreichen? Ernsthaft jetzt? Nach 40 Jahren das nochmal? Ich verstehe es nicht. Das hatten, genau das hatten wir ja. Es gab ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gab ja noch eine Serie. Wann war das? 2000 irgendwas? 2000. Und da ist ja genau das passiert. Also die Serien, die keinen interessiert haben. Ja. Das war doch die mit He-Man in Strumpfhosen, oder? Ich fand es großartig. Aber es war genau das, so wie du das gerade erzählt hast. Es gab den Plot der Woche und am Ende hat He-Man Skeletor besiegt, bums, fertig, aus, jede Woche eine neue Geschichte, so wie wir es von früher kannten. Genau das hatten wir, aber das hat leider nicht genügend Freunde da draußen angesprochen, sodass es nicht verlängert wurde. Und dann habe ich mir das mal speziell unter diesem Vogue-Aspekt angeguckt. Ja, und glaub mir, ich habe da schon so ein Radar, wenn ich mir manche Serien angucke, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt schlimm finde. Aber ich habe es mir echt mal bewusst, weil ich den Beef ja vorher mitgekriegt habe, ich habe echt unter diesem Aspekt angeguckt. Und deswegen habe ich gerade in meiner Zusammenfassung auch das Man so betont. Ja, natürlich hat vielleicht jetzt rein von der Screentime Teela und Andra am meisten Screentime. Aber es ist doch überhaupt nicht so, dass das jetzt hier overpowered Feminism ist. Das ist doch völliger Bullshit. Am Ende des Tages rettet Beastman die oder Man at Arms später. Ja? Oder Orko. Oder Orko. Ja. Mossman. Mossman. Also, Mossman? Hä? What's the fucking problem? Ja? Und mit der Frisur, mein Gott. Und die Frau hat Muskeln. Oh Gott, Frauen mit Muskeln. Schlimm ist das. Entschuldigung, da bin ich jetzt persönlich so ein bisschen, also Sarkasmus pur. Ich habe auch mal nochmal nachgeguckt oder überlegt. Tatsächlich haben, also weil ich habe das auch wirklich bei großen Medienportalen gesehen, die das besprechen. Und dann hieß es ja, zu wenig He-Man im He-Man. Im Endeffekt kommt Adam oder He-Man in 4 von 5 Episoden vor. Er kommt in jeder Episode vor. Ich glaube, nur in Episode 2, nicht nachdem er verschwunden ist, ist er entweder in diesem, ich finde den wirklich, diesen Rückblick hilarious, den sie da bringen, wirklich mit dem, was, und das hat er nicht gesagt, ne? He-Man hatte den Humor eines Teenagers. Ne? Und diese Sprüche, die haben sich ja, die nehmen ja im Endeffekt sich selber noch so ein bisschen einfach gar nicht so sehr ernst, wo sie sogar diese coolen One-Liner, über die ich übrigens heute noch herzlich lachen kann, das macht ja so ein bisschen die Dialoge der alten Serie aus, dass da wirklich so One-Liner oder ein Satz wirklich so hin und her, also quasi gepingpongt wird. Und darüber machen sie sich ja sogar noch so ein bisschen selber nostalgisch lustig. Und deswegen konnte ich das auch nicht verstehen, weil ich habe mir dann echt, also ich habe das gelesen und habe dann echt nochmal geguckt, aber es kann doch gar nicht sein. Und es ist wirklich so, in 4 von 5 Episoden kommt He-Man vor. Und auch, dass es in der alten Serie nicht so war, ich erinnere mich, dass es so, es gab doch sogar Teela-Episoden. Es gibt doch sogar eine Episode, wo Teela dann wirklich sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter macht. Und da ist wirklich, das ist für mich so eine Episode, da ist eigentlich auch damals schon He-Man eine Randfigur gewesen für die eine Episode.
Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie sind ja ein ganzer Cast. Ne? Es gibt es ja auch in anderen Serien. Deswegen war das für mich überhaupt nicht auffällig. Das ist mir erst durch die Berichterstattung oder durch den Austausch mit anderen, die eben die Serie schlecht fanden, ist mir das erst aufgefallen. Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Im Grunde finde ich, also ist ein Gedanke, das ist mir gerade ganz frisch gekommen. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie über die Lippen kriege. Also, He-Man ist ja im Grunde total overpowered, ja. Und deswegen ist er eigentlich relativ langweilig. Also ich fand He-Man gar nicht so cool. Ich fand das Ganze super. He-Man an sich fand ich jetzt gar nicht so spektakulär, weil er eigentlich relativ langweilig, unbesiegbar und nur gut und ja, facettenlos war. Jetzt gewinnt er im Grunde an Tiefe, finde ich, ja. Einmal durch seine Verletzlichkeit auf einmal, ja, es gibt eine reelle Gefahr für ihn, die gab es ja vorher eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt gibt es auf einmal eine Gefahr. Und auch diese Szene im Jenseits, wo er praktisch vor dieser wichtigen Entscheidung steht, verlasse ich das Jenseits, dann kann ich aber hier nie wieder hin zurück. Ja. Da gewinnt er richtig, also sein Charakter richtig an Tiefe. Und von daher finde ich, dass He-Man hier sogar gewonnen hat, auch wenn er letztendlich dann vielleicht verloren hat, ja. Richtig, finde ich einen sehr guten Aspekt. Was ich auch interessant finde, was die Leute irgendwie total vergessen, was ich mega gehypt habe, ich weiß nicht, wie euch das ging, es war von relativ früh, in dem alten Cartoon war klar, dass Teela die Tochter der Sorceress ist. Und für mich war die Sorceress eigentlich so ein mega faszinierender Charakter schon immer. Also ich war ja damals echt ein kleines Mädchen, ne? Und für mich war die Sorceress war für mich immer einfach so dieses faszinierende Wesen. Und das war für mich immer so ganz besonders toll. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber meine Battlecat kommt gerade und schreit. Und ja, und jetzt erfahren wir tatsächlich in diesen 5 Episoden sogar ein bisschen mehr. Wir erfahren in der 4. Episode, erfahren wir ein bisschen was darüber, wie mächtig Teela ist. Und vielleicht hat sie ja ein Erbe ihrer Mutter mitbekommen. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Potenzial in Teela steckt, was auch ihre Verwandtschaft mit der Sorceress angeht. Und was mich auch echt gewundert hat, ist, dass dann nicht, normalerweise siehst du dann immer so 500 Millionen TikToks, die alles ins kleinste Detail auseinandernehmen. Wo ist das TikTok, was dieses Symbol auf ihrer Stirn bedeutet? Ich will es wissen. Sie hat da ein Symbol auf ihrer Stirn, das leuchtet. Das muss doch was zu bedeuten haben. Das muss doch, sie muss magische Kräfte oder irgendwas haben. Das heißt, der Charakter geht doch noch viel. Ich kriege gerade Gänsehaut übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und das ist sowas, das will ich wissen, seit ich 7 Jahre alt bin. Aber Hauptsache, wir diskutieren über ihren Haarschnitt und wie viel Muskeln sie hat. Ja. Da kriege ich Plack. Das ist, im Endeffekt schimpfen die Leute auf Kevin Smith wegen irgendwie Screentime von Charakter A oder B, anstatt dass sie mal wertschätzen, dass wir diese Frage, die uns seit 35 Jahren eigentlich beschäftigt als Fans, ja, ansatzweise beantwortet kriegen. Ich hatte mir den Satz notiert, als sie nämlich mit ihrem Spiegelbild kämpft. In Subternia, da sagt dieses, nennen wir es mal Evil Teela oder Spiegel Teela, pretending you are ordinary when you are so much more. Also du tust so, als wärst du normal, wenn du doch eigentlich so viel mehr bist. Und jeder will ihr was sagen, die Zauberin will ihr was sagen, Adam will ihr was sagen, Duncan will ihr was sagen. Das macht mich wahnsinnig. Ja, viele Filme könnten nach 5 Minuten zu Ende sein, wenn die Charaktere einfach mal ausreden dürften. Diese 3 Zeichen, ich denke halt, dass man ihr sagen will, dass sie halt die Nachfolgerin der Sorceress wird. Soll und dass es ihre Mutter ist, denke ich mal. Ja. Das wäre super spannend, weil das würde ja wahrscheinlich heißen, sie wird nicht diejenige sein, die am Ende das Schwert in den Himmel reißt. Aber da müssen wir sowieso noch drüber sprechen, über das Finale ganz am Ende und wie es weitergeht. Ja. Aber wisst ihr noch mal, ein Punkt vielleicht, was ich auch noch daran super finde, im Grunde, dass He-Man nicht so omnipräsent ist. In der Originalserie war He-Man der absolute Mittelpunkt. Also immer natürlich, klar, alles war auf He-Man und Skeletor fixiert, die beiden. Alle anderen waren nur Beiwerk. Und das finde ich hier in dieser Serie grandios, wirklich grandios, muss ich sagen. Und ich finde, daran sieht man, dass auch ein richtiger Fan dabei ist, weil er hat sich
so interpretiere ich das, die Figuren herausgepickt, die er besonders toll findet, oder die Fahrzeuge, ja, haben wir ja gesehen, einige scheint er ganz besonders toll zu finden, und den hat er endlich Screentime gegeben. Ja. Und es ist in jeder Folge so, dass irgendeine coole Figur, die sonst, wenn sie überhaupt in der Originalserie auftrat, was ja die wenigsten überhaupt gemacht haben, hat hier jetzt entscheidende Rollen gespielt. Und das finde ich mega. Ja. Und eine andere, also wir können die gerne nochmal aufzählen und durchgehen und was die gemacht haben. Also und eine Sache noch, eine Figur, die man da vielleicht besonders erwähnen muss, die früher schon immer in der Diskussion stand, das war ja Orko. Ja? Mhm. Gab es nur, entweder fand man ihn gut oder man fand ihn schrecklich. Ich war kein großer Orko-Fan und mir hätte es nicht wehgetan, wenn der jetzt diese Serie eigentlich nicht dabei gewesen wäre, weil ich ihn eigentlich immer früher nervend fand. Aber die haben es sogar geschafft, Orko hinzukriegen. Wie geil war denn das, bitteschön? Der hat so eine Tiefe gewonnen. Wir haben eine super emotionale Backstory über ihn bekommen, ja. Und wie er sich dann am Ende opfert und sogar stirbt. Überhaupt, dass da so viele Charaktere gestorben sind, ja. Mossman, großartig, ja. Roboto, fantastisch, ja. Das war großes Kino. Und damit hat er Charaktere in den Mittelpunkt gerückt, die niemals diesen Fokus gehabt hätten, wenn He-Man da gewesen wäre. Richtig. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass wer auch immer da, im Gegensatz zu anderen Serien, ich gucke niemand an, es da Menschen gab, die auch wirklich das Expanded Universe kennen. Und das ist bei He-Man ja nun mal wirklich abstrus. Wir haben Crossover-Folgen mit dem DC Universe, mit Superman. Ja? Wir haben Crossover-Folgen mit den Thundercats. Ja, und aus allem wird sich bedient. Zum Beispiel, wo wir gerade bei Orko sind, gibt es ein Comic DC Universe versus Masters of the Universe, in dem erklärt wird, warum Orko immer versagt beim Zaubern und er dann im Kampf gegen einen oder gegen den Skull of Power, Scareglow sieht so ähnlich aus, ne? Dann den Kampf praktisch ähnlich führt wie jetzt in der Serie gegen Scareglow und dieser Kampf seine Blockaden löst und er dann als Dark Orko wiedergeboren wird und endlich zaubern kann. Das sind so viele, das ist natürlich absolutes, das ist schon, also ich meine DC Universe versus Masters of the Universe, keine Ahnung, was das für eine Auflage gehabt haben wird, die wird nicht allzu groß gewesen sein, ja, aber ich habe es irgendwann mal bei uns im Comicbuchladen durchgeblättert und musste mich halt daran erinnern, dann habe ich es kurz gegoogelt und es ist halt sehr ähnlich gemacht, also da ist jemand, der definitiv sein Lore kennt. Und das finde ich halt richtig geil, sowohl was du gerade gesagt hast, Basti, mit den Figuren und den Playsets, die da im Grunde genommen drin sind. Ich verstehe auch nicht, dass man sich so aufregt, dass Prinz Adam jetzt da so als Weichei dargestellt wird. Prinz Adam war immer ein Weichei. Der war immer Clark Kent. Immer schon. Ja? Ich verstehe, I don't get it. I don't fucking get it. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also das ist für mich was, also von der Handlung her, genauso wie ich es mir gewünscht hätte, so ein, also jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber genau das, was ihr gerade gesagt habt, dieses auch anderen Charakteren Raum geben. Ich bin im Moment auch ein Riesenfan, also wer man Instagram kennt, der weiß es, von den Disney Plus Marvel Serien, weil da auch Charakteren Raum gegeben wird in diesen Serien, wo in den Filmen einfach keine Zeit dafür war. Und genau das macht jetzt eigentlich Revelations auch. Es gibt einfach Charakterenraum und bringt interessante Geschichten, die mich tatsächlich, also für mich war das so ein Augenöffner, so dieses, ja stimmt, mit Tila, da war was. Oh wow, die Serie heißt Revelations, Enthüllungen. Was kriegen wir da zu sehen? Und das war so eigentlich dann das, was mich einfach begeistert hat und habe dann überhaupt nicht verstanden, dass mir irgendwie online nur der blanke Hass eigentlich oder Zynismus entgegengeschlagen ist mit eben diesem, ja, zu wenig He-Man, zu viel Frau. Die Frau sieht auch noch buff aus. Was soll das mit dem Sidecut? Und das hat mich einfach total schockiert. Und ich bin aber froh, dass ich in dieser Runde so ein bisschen, ja,
ja, weiß ich nicht auch, dass also ich fühlte mich ein bisschen alleine, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich mich jetzt gerade nicht mehr damit alleine fühle, dass diese Serie tatsächlich einfach gut ist. Der Moto-Dad schreibt ganz richtig im Chat, Teela war schon immer ein starker Charakter bei Masters of the Universe. Sie war eh und je Befehlshaberin der Garde und Tochter der Sorceress und im Prinzip Adoptivtochter von Man-at-Arms. Also war immer schon ein starker Frauencharakter. Der Punkt ist einfach, weil es hier auch gerade eben vorher jemand geschrieben hat, ich kann dieses Strong Female Character Trope nicht mehr sehen. Ich kann es ja durchaus ein bisschen verstehen, dass es Filme und Serien gibt, die es einfach so in your face machen. Ja? Hm. Wo du einfach sagen musst, okay, das ist jetzt halt so mit der Moralkeule geschwungen, wo ich es echt sagen muss. Aber sind wir doch mal ehrlich, es gibt natürlich geile Frauen-Actionhelden, Ripley, ich würde sogar hier Mila Jovovich in den Resident Evil Geschichten dazu sehen, auch wenn die Filme alle Grütze sind, aber das ist ja teilweise bei Purpose. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Waage ist halt dann immer noch so. Dann nimm das fünfte Element, wenn du Jovovich. Ja, oder fünf, okay. Aber ja. Die Waage ist halt immer noch so. Wir sind ja noch lange, lange nicht mal so. Ja. Ja. Und ich finde, solange wir nicht mal annähernd hier so ein Ausgleichsding haben, man muss nicht alles feminisieren. Ich brauche keine weibliche James Bond, aber ich kann damit leben, dass es einfach eine neue 007 gibt. Weil es eine Nummer ist, die jeder kriegen kann. So what? Ja. Richtig. Ja. Also ich kann es in dem Fall auch nicht nachvollziehen, weil, also wie gesagt, für mich war Teela eben ja auch schon immer eigentlich so also wirklich, sie war ja immer an der Seite von He-Man und war immer ein starker Charakter und mich schockiert es einfach, dass auch die Art und Weise, wie man jetzt eine Kriegerin im Jahr 2021 zeichnet, dass da die Leute wirklich Anstoß dran nehmen, dass das wirklich so ein Punkt ist, den man kritisieren muss, dass jemand, der Skeletor auf Augenhöhe verkloppen kann, dass die ein paar Muskeln haben darf. Ja? Okay. Da kann ich einfach nicht drüber, kann ich wirklich nur noch die Augen drüber rollen. Das ist tatsächlich so ein, das ist auch der Serie nicht würdig und auch den Charakteren nicht würdig, finde ich. Dafür ist das eigentlich meiner Ansicht nach viel zu gut geschrieben und viel zu gut gemacht, was jetzt die Serie, was früher war das ja wirklich so dieses Plot of the Week, Monster of the Week, noch ein Nachklapp mit der Moralkeule und eben genau dieses, wir müssen uns dieser Zensur beugen, auch in diesen Dokus, die wir ja schon zu Genüge erwähnt haben, wird das ja beschrieben, dass auch diese Moral und diese ganzen Sachen, die so die alten, ich möchte es gar nicht Storylines nennen, so ein bisschen definiert haben, dass das ein von außen getriebener Mechanismus war, der Zensur und des Zeitgeistes. Und warum sollte man sich jetzt 30, 40 Jahre später diesen Zeitgeist der 80er Jahre, der ja Kreativität stark reglementiert hat, unterordnen? Warum eben nicht jetzt plotgetriebene Charakterentwicklung als Ergänzung zu diesem bestehenden Universum aufnehmen? Also ich Und auch wenn ich mich wiederhole, diese Serie ist noch nicht zu Ende. Vielleicht kriegen die alle ihren He-Man noch zurück. Da können wir ja gleich mal drüber sprechen, was ihr denkt. Ja. Ja, lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Ist Adam tot? Vielleicht vorweg eine Sache, ne? Oder zwei Sachen. Ich habe zwei Fragen eine Frage an euch. Erstmal, hat euch das. Also ihr habt ja viel vorher gehört und von den ganzen Hintergründen, da war ich ziemlich unbefangen. Hat euch das Ende gekriegt? Weil mich hat es gekriegt. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte, und deswegen, ich habe mir hier bei meinen Notizen, ne, steht als letztes, ist das gut, dass He-Man zurückkehrt? Fragezeichen. Und dann dachte ich, oh, wie langweilig. Ja, es war mir die ganze Serie klar. Die suchen jetzt He-Man und am Ende holen sie ihn zurück und dann ist er wieder da. Und dass sie ihn dann killen, wie geil. Und ich habe es nicht kommen sehen. Ja, also das hat mich auch so ein bisschen so, und da habe ich auch so, wow. Ja. Okay. Aber ich gehe nicht davon aus. Also ich glaube ganz am Ende, also je nachdem wie die erste Staffel, also Kevin Smith hat ja gesagt, es gibt einen Plan für mehrere Staffeln. Die werden He-Man nicht final da rausnehmen. Die werden sich da immer irgendwas einfallen. Also entweder wird er wirklich am Ende zurückkommen dürfen oder irgendwas an werden sie schon am Ende machen, weil das kannst du, glaube ich, nicht machen, dass du dann den damaligen Hauptcharakter komplett rausnimmst. Da würde ich dann, glaube ich, auch auf die Barrikaden gehen. Aber was würdest du dir wünschen, Sven? Wenn du jetzt sagst,
Ich denke mal, es wird noch ein, klar, jetzt ist er erstmal tot und er wird auch nicht mehr in dieser Welt sein. Das haben sie ja gesagt. Ne? Bist du einmal raus? Wahrscheinlich wird es, also entweder wird er am Ende wird's gesagt, naja gut, komm, du hast, ne, kommst trotzdem nochmal rein. Aber ich glaube schon, dass sie den irgendwie wieder zurückholen werden. Aber ich hoffe, dass sie sich da auch ein bisschen Zeit mitlassen. Also das dann wirklich zu Ende der ersten Staffel machen werden. Was sie dann mit dem Charakter machen, ob er dann sagt, okay, ich, wisst ihr was, ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt auf mein Häuschen, auf mein Schloss da oben und macht mit dem Schwert, was ihr wollt. Ich mach den Thanos. genau, ne? genau nach Lichtenstreifer. Aber ne, da, also das, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was mit Orko passiert, ob sie den auch zurückholen, weil das, wie gesagt, das hat mich auch so ein bisschen, auch was du schon sagtest, auch in der, ich habe ja die ersten Folgen da nochmal geguckt, von der alten Serie, es war wirklich eher so, wirklich so ein Quatschcharakter und hier wirklich, die wie du schon sagst, die Kleinen, ne? Sie kommen halt da rein ins Haus und du weißt, wie er ist wirklich am Ende seines Lebens und du denkst so, oh Scheiße, und dann dieser Kampf, und der war wirklich episch. Mhm. Ich habe da echt gesagt so, okay, ich wusste, nachdem er sich da in die Gegend gestellt hat, dann ist so, okay, alles klar, der wird gleich sterben, aber trotzdem, es hat mich einfach mitgenommen. Und wie gesagt, das für jemanden, der die alte Serie nicht wirklich gesehen hat, mit dem Spielzeug, also gar nicht in dieser Welt drin war, aber jetzt durch diese Serie vollkommen mitgenommen wird. Absolut. Also ich kann das auch bestätigen. Also ich habe das Ende, dass es so einen Twist am Ende macht, hätte ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Ich hätte eher so ein cheesiges Happy End erwartet, weil das ist man ja, eigentlich ist man das ja gewohnt. Ne? Also ich glaube, es ist ja in den 130 Folgen nie ein Charakter zu Tode gekommen. Es ist nie einer gestorben. Niemals. Und dass der Headcount da dermaßen hoch geht, hat selbst mich überrascht. Und als ich das erste Mal geguckt habe, die fünfte Episode, ich bin wirklich da gesessen so, ja, wie, und jetzt ist aus? Wie? Cliffhanger? was los? Also ich glaube, es ist auch sehr, also an sich spaßig. Marcel, mein Verlobter, ist ein bisschen jünger als ich. Das heißt, der ist 5 Jahre jünger als ich. Der hat das nicht mehr so erlebt, ne? Mit Master of the Universe. Das war nicht mehr seine Zeit. Und er so, ja, guck das mal, interessiert mich nicht. Und ich muss da Geräusche von mir gegeben haben, als ich das geguckt habe mit, oh mein Gott, du Quiek und keine Ahnung was. Und dann zum Schluss war halt Stille. Es war einfach Stille. Ich saß einfach nur da und war so, nee, jetzt echt? Und dann so, ja, nächste Folge, wie ist aus? Wie, jetzt, hallo, was? Ich war dann echt so ganz kurz wirklich total, also auf Englisch würde man sagen, flabbergasted. Ne? Also wirklich so komplett, ja, geschockt. Und die Sache ist tatsächlich, da bin ich jetzt so, es gibt jetzt in mir dann so, von dem, wie es jetzt weitergeht oder wie es enden sollte, gibt es in mir den Good Nerd und den Bad Nerd. Der Good Nerd, das ist der romantische Nostalgie-Nerd, der sagt natürlich, ich glaube, der Story wird sehr viel bringen, wenn sie ihn eben nicht zurückbringen. Oder vielleicht ist es so eine Sache, er kommt nochmal zurück, aber geht dann für immer in die ewigen Jagdgründe. Keine Ahnung, was es da dann gibt. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass er jetzt nicht einfach so plopp abgestochen und weg, ne, so, sondern dass er nochmal so irgendwie so ein Revival hat, irgendwie nochmal zurückkommt, vielleicht wirklich noch einmal als He-Man die Situation rettet, aber dann vielleicht, vielleicht in eine andere Daseinsebene übergeht oder in irgendeine andere Welt geht und dann tatsächlich aber aus der Serie auch raus ist. Es würde tatsächlich, wäre das für mich so ein geschlossener Kreis, den ich mir als Fan wünschen würde. Und es ist aber der böse Nerd in mir, die Marketing-Tussi, die sagt, niemals werden die ihren Topseller für die Spiele, also für die Spielzeuge, werden die nicht dauerhaft da rausnehmen. Wenn die jetzt auch nur annähernd so viel Erfolg hatten, wie ich mir denke, mit der Serie, und es wird ja mit Sicherheit nachgelagerte Spielzeugserien, Merchandise und sowas geben, sie werden nicht die Cash-Cow des Franchise dauerhaft töten. Das ist halt so dieses leider deromantisierende, ich schütte jetzt ein Eisbucket über den Kopf-Fan, ist so meine berufliche Einschätzung dazu. Ne? Das sind so zwei Herzenschlagen, ach, in meiner Brust. Ich würde mir so ein schönes Ende wünschen für den Charakter.
Vielleicht wird es ja aber auch einen neuen He-Man geben. Vielleicht gibt es ja irgendwie jemanden, der da danach kommt. Mhm. Ne? Das haben wir ja auch jetzt gelernt, dass es ja nicht nur einen He-Man gibt, diesen einen Adam He-Man. Vielleicht gibt es ja dann eben einen würdigen Nachfolger, den man dann auch vermarkten kann, und dann hätten sich beide Seelen sozusagen jetzt wieder in ihrer Einschätzung vereint. Oh Gott, Metaphern aus der Hölle, es tut ja, mir aber leid. Ich glaube, du bist da, ist vielleicht auch gar nicht mal, bist da gar nicht mal so weit entfernt. Ich glaube, dass die Firmen heutzutage auch viel mutiger herangehen als damals noch, okay, wir müssen jetzt 250 Figuren rausbringen und die Kuh bis zum Umfallen melden. Und am Ende kamen auch viele unsinnige Figuren raus. Ne? Ja, das ist ganz viele Unsinn. aber dass sie am, am Beispiel Star Wars, Rogue One, wo der Regisseur gesagt hat, okay, wir müssen die am Ende alle sterben lassen, sonst bringt die Handlung keinen Sinn. Und Disney hat zu seiner Überraschung, wie er gesagt hat, sie haben gesagt, okay, dann mach das so. Grogu, Baby Yoda. Sie haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Mandalorian zeigen, sollen wir in den Trailer die Figur zeigen, sollen wir Spielzeug schon herstellen, damit wir es zu Weihnachten haben können? Und Favre gesagt hat, okay, lasst uns doch einfach, bitte verzichtet auf die Produktion des Merchandise, weil sobald es produziert ist, kommen Bilder raus, die Leute wissen es, lasst uns das doch in der Serie zeigen. Dafür könnt ihr aber das Merchandise erst im Sommer nächsten Jahr rausbringen. Und Disney hat, also das heißt, die gehen auch schon Risiken ein, weil sie sagen, okay, wir gucken längerfristig, was wir machen können. Also vielleicht ist es gar nicht mal so weit hergeholt, dass sie sagen, so, okay, wir schicken ihn in Rente. Da wurde gerade gesagt, er wird halt König und dann sitzt er halt immer da und kriegt einen dickeren Bauch und freut sich seiner Ruhe. Conan war am Ende auch König. Ja. Und am Ende des Tages beruht ja He-Man auf Conan. Also von daher, auch. Ihr habt einige Sachen gesagt. Also kurz vielleicht nochmal zur Anmerkung zu der einen Geschichte, dass man sagen muss, die kennen ihren Lore. Es gibt also auch, ich hatte das vorhin schon erwähnt, das He-Man Thundercats Crossover Comic. Ja. Völlig abstrus. Und da stirbt He-Man in der Tat auch, wird auch von Skeletor umgebracht. Und der Plot ist dann, dass man das Schwert der Macht wieder besorgen muss, um ihn dann wieder zu beleben. In a nutshell. Ja, ist ein bisschen komplexer, aber so ungefähr geht die Geschichte. Und ich fand es ja insofern auch super spannend, jetzt hier auch der Diskussion im Grunde genommen zu folgen. Und das finde ich ehrlich gesagt so schön. Und so würde ich mir meine Star Trek-Diskussion wünschen, dass wir uns über das Overall unterhalten und nicht über Plotholes. Weil, und ich habe ein Händchen dafür, natürlich gibt es den ein oder anderen Plothole, aber sie springen dich nicht an. Du sitzt nicht da und denkst dir die ganze Zeit, Alter, wie doof sind die eigentlich alle? Ja, so neben der üblichen Seriendoofheit, dass halt, wie gesagt, Tila halt wobei, das war ja auch noch besser gelöst als in der alten Serie. In der alten Serie war ja Prinz Adam praktisch nur die angezogene Version von He-Man. Ja? Auch übrigens durchaus sehr flamboyant angezogen. Und wenn man He-Man mit einer etwas, ich möchte mal sagen, ja, queeren Brille sehen will, ich sag nur Fisto, ja? Kann man nämlich auch so sehen. Ja? Oder Bow, ja, und so weiter. Sind ja definitiv grenzwertige Charakter. Also von daher finde ich ehrlich gesagt, dass ich jetzt meinen Faden völlig verloren habe und deswegen gebe ich jetzt ab an Basti. Du wirst dazu auch noch bestimmt irgendwie was sagen können und hier einfach. Ja, genau, super, super. Genau, weil ich habe natürlich auch so eine Wunschvision, wie es weitergehen könnte. Bei mir ist das so, dass meine Frau immer mit mir meckert, weil ich es immer gut finde, wenn Charaktere am Ende sterben. Es muss nicht immer der Held oder der Liebling am Ende überleben. Ich finde das großartig, zum Beispiel bei The Walking Dead. Die haben das ja gemacht. Die waren super mutig und haben immer total beliebte Charaktere sterben lassen. Und mein Beispiel ist immer, wo wir uns immer wieder in die Haare kriegen, Harry Potter. Ja? Für mich war klar, Harry Potter und, wie heißt jetzt der Böse nochmal? Sag mal schnell. Voldemort. Voldemort, ja. Die sind eins. Und wenn der eine weg ist, muss der andere aufweg sein. Das heißt, die müssen sterben. Harry Potter muss sterben. Und ich war total enttäuscht, dass Harry Potter nicht gestorben ist. So, und hier, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir im Grunde, also mutig wäre es, He-Man
stirbt und ist tot. Womit ich mich aber auch noch anfreunden könnte, wäre so eine Lösung. Er ist halt schwer verletzt. Ja, man kann ihn heilen, oder wiederbeleben, wie auch immer, aber er ist nicht mehr der Alte und geht ja in Rente und gibt den Staffelstab weiter. Und dann ist super spannend, an wen. Wer wird es dann sein? Wer wird der neue Schwertträger werden? Das würde ich super spannend finden. Was ich überhaupt nicht möchte, ist genau das, wie die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es gut, dass He-Man zurückkommt? Nein. Und das wünsche ich mir auch jetzt nicht. Ich möchte eine Weiterentwicklung und nicht wieder zurück, weil dann sind wir doch wieder da an dem Punkt, wo alle die jetzt genörgelt haben, dann sagen können, ja, Mensch, toll, jetzt sind wir doch wieder genau da, wo wir sonst am Ende einer Folge sind, sind wir dann am Ende einer Staffel. Dann ist He-Man wieder da und haut allen auf den Po und alle fliegen in den Matsch. Bums, fertig, aus. Das will ich nicht. Und theoretisch, sage ich mal, hätten wir ja sogar noch 5 Episoden in der nächsten Staffel Zeit, vielleicht sogar einen ganz neuen Charakter zu implementieren. Vielleicht kommt ja noch jemand ganz Neues. Wenn du sagst, an wen geht der Staffelstab? Vielleicht ist es ein Charakter, den wir noch gar nicht kennen. So mutig, wie sie mit den ersten 5 Episoden waren, könnte es sein, dass es ja vielleicht noch ein ganz neuer Charakter ist. Oder was auch geil wäre, und da Merchandise denkend, wenn nicht immer der Gleiche das Schwert trägt. Wie geil wäre das denn bitte schön? Einmal ist es Man-at-Arms und wird zum Super-Man-at-Arms und dann ist es doch Teela und dann ist es vielleicht Orko. Was kannst du da denn Merchandise-mäßig draus machen? Dann kannst du jeden Charakter 2-mal rausbringen. Super, was hast du für Möglichkeiten? Und dann würde auch der Titel so gut passen. Masters of the Universe, Masters. Ja. Nicht einer, nicht He-Man, es sind einfach mehrere gleichrangige Charaktere nebeneinander. Alle sind gleich viel bedeutend. Das wäre doch auch cool. Das wird nicht passieren, aber ist egal. Basti, du als Familienvater, jetzt hast du natürlich Mädels und keine Jungs, aber ihr redet die ganze Zeit so ein bisschen über Merchandise und ich frage mich so die ganze Zeit, sind Actionfiguren überhaupt noch ein Thema? Das Problem ist, ich habe in meinem Umfeld echt nur Mädels als kleinere Kinder und die paar Jungs sind Lego. Lego, 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 Lego. Sind Actionfiguren eigentlich noch ein Thema? Überhaupt? Schreibt es mal in den Chat, ihr Familienväter. Also meine Einschätzung ist, dass die Kinder nicht mehr die Kernzielgruppe für Actionfiguren und Merchandise sind, sondern das sind die zahlungskräftigen 25- bis 40-Jährigen. Das sind wir. Überleg mal, wie viele in unserem Freundeskreis Funko Pops sammeln, wie viele Leute haufenweise richtig teure Figuren auch von Vita Workshops sammeln, von Marvel, die ganzen richtig hochwertigen Actionfiguren. Das sind nicht mehr die Kids, ne? Ja. Ja, aber das gibt's genauso, nur das sind dann halt die Serien, die wir nicht kennen würden, wenn wir nicht Eltern wären. Also heute ist es Paw Patrol, das ist für die Kinder was heute He-Man ist oder halt andere Serien, wo die natürlich auch den Merch kaufen und haben, ne? Also von daher ist es beides. Also ich bin gerade mal auf der Webseite von Mattel, weil mich das halt so wirklich interessiert. Was ist momentan der Kernprodukte? Und es ist wirklich Barbie. Es prangt erstmal riesen Barbie-Figuren. Und dann hast du halt wirklich Hot Wheels, so gerade Sachen, Bob der Baumeister, Feuerwehrmann Sam. Aber du hast auch Masters of the Universe, aber ganz rechts unten. Und du wirst dann auf die englische Seite geworfen. Und die ist, glaube ich, eher so designt für, wie gesagt, uns. Also das ist einfach so. Ja. Also was ich sagen muss, was super bei meinen Mädchen angekommen ist, es passt ja auch so ein bisschen hier rein, ist die neue She-Ra-Serie. Die haben meine Mädchen total, total geliebt. Die ist aber auch echt für Mädchen in dem Alter gezeichnet, ne? Also da muss ich Farbe bekennen, ich habe mich mit der Serie sehr schwer getan, weil ich mit dem Zeichenstil nicht so ganz korrelieren konnte. Und was ich aber total klasse finde, ist, und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema die Macht der Hörspiele, ich habe eine ganz liebe Cosplay-Bekannte, die Yume, und die hat leidenschaftlichst gecosplayt aus der neuen She-Ra-Serie mit einer Partnerin und hat die tollsten Fotos gepostet. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die Yume,
wenn die so toll davon cosplayt und schwärmt und so begeistert ist, irgendwas muss da dran sein. Und dann habe ich angefangen, beim Craften tatsächlich die Serie zu gucken. Und jetzt wisst ihr ja alle, wenn man irgendwas handwerklich macht, dann schaust du nicht immer auf den Bildschirm oder kannst nicht gucken. Und dann habe ich das sozusagen durchs nicht so ganz hingucken rezipiert und nach der 5. oder 6. Folge hat es mich dann gehabt und dann habe ich einfach den Zeichenstil ignoriert und war dann trotzdem begeistert. Aber da merkt man, die Serie ist wirklich, die ist genau für die Generation gemacht und ich habe auch immer gesagt, der Zeichenstil ist nicht für mich, aber er ist genau für die Zielgruppe gemacht. Also die haben sich überlegt, wer soll unsere Zielgruppe sein und dafür haben sie den perfekten Zeichenstil ausgewählt und die perfekte Aufmachung gewählt. Und genau das ist genau das, wo ich sage, okay, da muss ich doch auch mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt bin ich irgendwie ja mit der 4 vorn dran, nicht mehr die Zielgruppe. Wenn mir der Zeichenstil nicht gefällt, dann ist das okay. Ne? Den Kids soll es ja gefallen und nicht mir. Und trotzdem hat es mich dann noch gekriegt. Und es hat mich für mich als Fan echt gefreut, weil ich war so unglücklich, dass ich die nicht gut finden konnte, die Serie. Es hat mich echt getroffen, weil ich wollte die gut finden und habe dann tatsächlich, also Props an Yume, die hat das mit ihren Cosplay-Bildern und ihrer Begeisterung geschafft, dass ich da mein Herz öffnen konnte für die neue She-Ra-Serie und für die Mädels, also gerade in deinem Alter von den Kids. Also nicht in deinem Alter, von dem Alter deiner Kids, ja, hundertprozentig. Ne? Also das hat einfach mega gepasst, war super. Was mir gerade noch zum Spielzeug einfällt, das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen Eltern in meinem Alter, ist, und das wäre eine Folge für sich, das ne, müssen wir jetzt hier nicht groß weiter ausführen, aber es ist so krass, wie die Qualität der Spielzeuge heutzutage schlechter ist als früher. Und vergleichen kann man das natürlich ganz extrem, also meine Frau kann es natürlich daran vergleichen an Barbie. Früher war das viel hochqualitativer, die Sachen haben gehalten, heutzutage, das ist alles Schrott. Ich möchte ja den Kindern auch was kaufen, aber das ist wirklich alles Schrott. Und auch wenn ihr mal, wart ihr mal vor kurzem im Spielzeugladen, es gab so eine neue He-Man-Serie. Ey, die Figuren, das ist schade. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ehrlich gesagt, also das zumindest bei Actionfiguren, wenn ich mir die, und ich bin gerade auf der Seite, während wir sprechen und ich blende sie auch gerade hier ein, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Actionfiguren sogar besser geworden sind, weil sie etwas mehr Funktionen haben irgendwie. Man at Arms hat einen Schnäuzer gekriegt, den hat er ursprünglich nicht gehabt, aber sie kosten jetzt $14 anstatt 14 D-Mark oder 14,99 Euro statt 14 Mark. Aber du sprichst jetzt von den Figuren zu der neuen Serie. Ja, es gibt ein Remake der alten, die praktisch mehr oder weniger die alten nochmal neu aufgelegt sind, ein bisschen enhanced, aber nicht großartig. Und die haben 2 Gelenke an den Armen und an den Knöcheln mehr. Die können jetzt so machen. Ja. Und die Gesichter sind ein bisschen anders. Und dann gibt es aber speziell welche zu Revelations. Und die sind schon vom Detailgrad her so, wie zum Beispiel auch die neuen Star Wars Figuren, wie ich sie mir als Kind gewünscht hätte. Also wenn ich mir einen Han Solo angucke oder einen Luke Skywalker aus den 80ern, das hat halt mit Mark Hamill und Harrison Ford halt null zu tun. Also so gar nicht, ja. Das hat mich als Kind ein bisschen gestört, ehrlich gesagt schon, dass die halt so gar nicht so aussahen. Wohingegen auf der anderen Seite mich bei He-Man immer gestört hat, dass die halt offensichtlich einfach immer die gleiche Form für alle genommen haben. Das ist richtig, das haben die auch in der Doku gesagt. Nur die Köpfe waren anders. Die hatten alle das gleiche. Und nicht mal die, dann hat man sich noch mit Faker eine Figur einfallen lassen, die einfach der gleiche He-Man nur nochmal anders angemalt war. Ja. Also von daher, das ist ein weites Feld. Ich würde dann jetzt mal so langsam mal so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen und ich hatte noch einen Gedanken, aber er ist mir irgendwie entfallen. Vielleicht kommt er ja nochmal oder wir haben ja ganz sicher auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, denn ihr habt ja vollkommen recht, es gibt ja noch 5 Teile. Und wissen wir, wann das soweit sein wird? Das ist nämlich genau der Punkt. Noch nicht so wirklich. Nee, das hat er noch nicht. Nein. Aber ist das schon abgedreht? Ist das denn schon gedreht? Wissen wir auch nicht. Also das Ding ist, also ich hoffe mal, das ist abgedreht, weil
Kevin Smith dreht seit Montag Clerks 3. Das heißt, er wird fürs nächste halbe Jahr locker beschäftigt sein. Ich denke mal, die haben es abgedreht und dass wir dann eben auch, ja, Ende des Jahres kommen oder so. Ja, und was vielleicht auch noch so ein... zum Geschäft. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was vielleicht echt auch noch so ein Typ ist, weil wir ja auch immer mit Star Wars im Endeffekt gerade auch davon hatten, es lohnt sich, glaube ich, auch für alle, die Originalversion schätzen. Die Originalsprecher haben mich halt mega begeistert. Ne? Also die, sag ich mal, das Level der Schauspieler, die Revelations-Serie sprechen im englischen Original, ist, glaube ich, auch mit Mark Hamill, Lena Headey, Sarah Michelle Gellar, ist auch nochmal so ein Nerdfest, sag ich mal, ne? Ja. Wenn man die Stimmen so im Original kennt, ist vielleicht auch nochmal ein Tipp. Das ist ein absolutes Nerdfest und darauf wollte ich am Ende, ich habe noch einen Gedanken, den wollte ich die ganze Zeit schon loswerden, ich füge ihn eben schnell ein, wir brauchen jetzt nicht nochmal drüber reden, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, hört euch mal die Hörspiele an, wir hatten vorhin über die Hörspiele gesprochen und diese Hörspiele haben eine Tiefe, es ist unglaublich. Also erstmal haben wir vorhin in dem Beispiel ja gehört, dass He-Man sterben soll. Also Skeletor will He-Man tot sehen. Das gab es in der Classic-Serie nie. Ja. Und es gibt sogar eine Folge, und ich glaube, es ist sogar die erste, da wird gesagt, warum Beastman Beastman ist, weil nämlich Skeletor eine Lobotomie an ihm vorgenommen hat, so ungefähr. Also da ist richtig krasser Scheiß in dieser Hörspielserie. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Sprechern. Und Kess, du hast absolut recht. Ich habe es auf Deutsch überhaupt nicht gehört, als ich gelesen habe, wer hier den Voicecast im Englischen macht. Ich kann gar nicht sagen, vielleicht kann im Chat jemand sagen, wie die deutsche Synchro ist, aber wir haben Mark Hamill als Skeletor, der ja schon bewiesen hat, dass er das kann, weil er nämlich in allen DC-Verfilmungen den Joker spricht. Wir haben Liam Cunningham, auch mal bei uns im Interview gewesen, Sir Davros, der Zwiebelritter aus Game of Thrones. Wir haben Buffy, Sarah Michelle Gellar als Teela. Wir haben Lena Headey, als Evelyn, auch Game of Thrones. Wir haben Justin Long als Roboto, den ich überhaupt nicht erkannt habe, wo ich auch erst so gucken musste, so, stimmt, verdammt, Justin Long ist da dabei. Ja? Aus Jay and Silent Bob und natürlich aus ganz vielen anderen Filmen, Stirb langsam 4 und Idiocracy und weißt du, Galaxy Quest und alles mögliche. Wir haben Alicia Silverstone als Königin Marlena, ja. Und was ich halt völlig krass fand, das habe ich erst in dieser Making-of-Doku gesehen, Henry Rollins als Triclops. Wie geil ist das denn bitte, ja? Okay. Henry Rollins als Triclops. Mega, ja. Unglaublich. Also, wer das auf Deutsch guckt, ja, hat, glaube ich, wirklich was verpasst. Oder vielleicht auch nicht. Sagt mal also, in den Kommentaren, doch, ja, doch, wenn die deutsche Synchro doch richtig gut ist. Genau, also mir ist es nämlich so gegangen, das war einer der Sachen, die mich ein bisschen rausgebracht hat. Also ich habe auf Deutsch geguckt und ich fand weder die Musik, nicht, also die fand ich nicht so gut und ich fand auch die Synchro nicht so gut. Das hat mich bei vielen Charakteren ein bisschen gestört. Am Ende habe ich mich reingehört, ne, wie gesagt, an zwei Tagen geguckt, dann ging es. Aber das fand ich zum Beispiel, das hatte viel mehr Charme bei der 2000er-Serie. Da ist aus dem He-Man dann ja, der ja auch älter dann wurde, also die Stimme des He-Mans ist dann der König gewesen. Das fand ich total cool. Also hatten wir unsere alte He-Man-Stimme wieder. Das fand ich toll. Und hier Orko und ich fand die alle irgendwie doof, aber ja. Man hat im Original dann sogar noch Alan Oppenheimer für Mossman nochmal rausgekramt und Alan Oppenheimer hat in der Urserie den Skeletor gesprochen. Mega. Und krass, einfach krass. Ja. Also auch absolut im empfehlenswert ist ja dann diese 6. Folge, diese Aftershow sozusagen, wo ja auch nochmal viele der Sprecher dann zu Wort kommen und fand ich super. Fand ich auch ganz, ganz toll. Muss man, also absolutes Must-See. Kurzer Hinweis von Finn aus dem Chat. Kevin Smith meinte auf Twitter, dass die zweite Hälfte almost done ist. Also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass du da bestellst so eine zweite Staffel aus Prinzip. So schlecht kann es gar nicht sein. Ich bin auch ganz großer Fan, ehrlich gesagt, von diesen Netflix-Animes. Also von daher alles gut. Ja, liebe Nerd-Freunde der Sonne, ich würde mal sagen, für heute haben wir, glaube ich, allumfassend alles besprochen. Wir sind weiterhin mehr als nur zuversichtlich.
Wir mochten im Großen und Ganzen diese ersten 5 Folgen und es hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, dass wir uns in dieser oder ähnlicher Runde dann zu den nächsten 5 Folgen zusammenfinden, wenn wir denn dann mal gucken, wie viel He-Man noch im He-Man drin ist und ob der Adam überlebt hat und ob Skeletor und wie er besiegt wird und überhaupt und bla und ob Orko wiederkommt und so weiter. Wir werden es sehen. Hat noch jemand ein paar weise Worte am Ende? Ansonsten würde ich jetzt überblenden auf eine schöne Moral, die ich gefunden habe. Ja, ich mach die Moral. Das ist sehr, sehr gut. Ja? Geht nicht über Rot. Keine Drogen. Ja. Dann würde ich in diesem Sinne sagen, auch an den Chat, schön, dass ihr dabei wart. Wie geht's hier beim Nerdizismus weiter? Es steht wieder Hero Nerds an, nämlich mit What If. Das werden wir wieder 14-tägig besprechen. Dann geht's auch weiter mit The Walking Dead. Da wird Andreas vom Discovery Panel wieder dabei sein. Und das sind eigentlich so die nächsten Themen. Dann wird es noch eine Folge geben, Nerdplay. Da gab es ja einen schönen Cosplay-Roundtable auf der letzten Comic-Con, den Yavanna gehalten hat. Also es wird eigentlich jetzt im Wochenrhythmus was rauskommen. Wir waren auch wieder ein bisschen im Kino, Suicide Squad etc. Also macht euch dafür gefasst. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Livestream. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon What If ist. Müssen wir mal gucken, was ich da eingestellt habe. Ansonsten gibt es irgendein random Thema, da wird uns schon irgendwas einfallen. Vielen Dank, liebe Cass, lieber Sven, lieber Basti, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch Basti, dir ganz besonders, dass du es in deinem Urlaub möglich gemacht hast. Vielen Dank dafür, ist weiß Gott nicht selbstverständlich. Und am Chat natürlich wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns noch eine kleine Moral an. Und ich glaube, sie wird von Fisto gesprochen und die Kess kriegt jetzt die Bilder von Fisto nicht mehr aus dem Kopf. Und in diesem Sinne, macht Idiot, bis dann. Ciao. Ciao. In der heutigen Geschichte hatten wir einen schweren Auftrag. Und die einzige Art, ihn zu erledigen, war, mit allen zusammenzuarbeiten. Es gibt immer Aufträge, die zu schwer sind, um sie allein zu erledigen. Schäme dich also nie zuzugeben, dass du Hilfe brauchst. Wenn dich jemand um Hilfe bittet, dann gib ihm auch Hilfe. Deine wird vielleicht nicht so groß sein, aber sie wird trotzdem gerne angenommen. Und wenn ich dir jemals helfen kann, lass es mich einfach wissen. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.